mit Anja Petzold. MDR um 11 am Freitag, dazu ganz herzlich willkommen. Am Sonntag in einer Woche ist in Sachsen-Anhalt Landtagswahl. Die aktuelle Umfrage vor der Wahl ist aufhorchen. Darüber berichten wir und außerdem noch über diese Themen. Halleluja in Sachsen. Der berühmte Dresdner Kreuzchor feiert sein 800-jähriges Bestehen. Gefährliche Kontrollen. In Thüringen häufen sich die Fälle von Verfolgungsjagden mit der Polizei. Und Silber in Oslo. Deutsche Skijäger starten erfolgreich in die Biathlon-WM. Es wird eng für Schwarz-Rot in Sachsen-Anhalt. Das ist das Ergebnis der aktuellen Sonntagsfrage von Infratest DIMAP. Danach liegt die CDU mit 31% vorn. Es folgt die Linke mit 21%. Die SPD kommt mit 15% nur noch auf Platz 4. Die Grünen erreichen 5,5% und erneut zugelegt hat die AfD. Sie kommt mit 19% auf Platz 3. Die FDP verpasst mit 4,5% den Einzug in den Landtag. Ja, die Umfrageergebnisse zeigen eine erhebliche Verschiebung der Machtverhältnisse in Sachsen-Anhalt. Völlig neuen Parteienbündnisse könnten auf den Plan gerufen werden. Und für die bestehende Koalition aus CDU und SPD würde es, wenn schon an diesem Sonntag gewählt würde, nur noch ganz knapp reichen. Sachsen-Anhalt vor der Wahl. Und aus Berlin ist uns jetzt Professor Eberhard Holtmann zugeschaltet, Politikwissenschaftler an der Martin-Luther-Universität Halle. Guten Tag. Ja, in Sachsen überholt laut Wahlprognose die AfD die SPD. Welchen realen Einfluss wird die AfD in Zukunft auf die Politik im Bundesland haben? CDU-Ministerpräsident Haseloff grenzt sich ja von der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin ab und weist darauf hin, dass die Landtagswahlen, Zitat, kein Abwatschen für die Arbeit der Bundesregierung sein sollten. Ist das eine gute Strategie? Er fällt ja quasi der eigenen Partei in den Rücken. In der Flüchtlingsfrage gibt es vereinfacht gesagt auf der einen Seite die Haltung der Kanzlerin und auf der anderen die der AfD. Die Sozialdemokraten, die spielen immer weniger eine Rolle, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo ja kommenden Sonntag, also nächsten Sonntag auch gewählt wird. Wie werden denn die drei Landtagswahlen die politische Landkarte der Bundesrepublik verändern? Vielen Dank, Professor Eberhard Holtmann in Berlin. Dankeschön. Bitteschön. Gräfenhainichen ist ja eigentlich für die großen Musikfestivals im Sommer bekannt. Jedes Jahr kommen zigtausend Musikfans zum Splash und Melt und genießen das fröhliche und ausgelassene Flair in der Region. Seit den Schüssen auf die geplante Asylbewerberunterkunft in Gräfenhainichen herrscht in der Öffentlichkeit aber ein ausländerfeindliches Bild über die Stadt. Und dabei engagieren sich zahlreiche Gräfenhainicher seit Monaten ehrenamtlich, um die Flüchtlinge in dem Ort freundlich zu empfangen. Willkommen in Gräfenhainichen. Die Führungsriege des K&S-Konzerns muss vor Gericht. Der Vorstandsvorsitzende und der Aufsichtsratsvorsitzende des DAX-Unternehmens wurden angeklagt wegen Gewässerverunreinigung und unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft im thüringischen Meiningen. Und jetzt weitere aktuelle Meldungen in 1:30. Die Polizisten in Thüringen haben es bereits fünfmal erlebt. Fünfmal in einer Woche haben sich Autofahrer einer Kontrolle widersetzt und haben einfach Gas gegeben. Die Gewaltbereitschaft im Umgang mit Polizisten ist größer geworden und der aktuelle Fall aus dem Landkreis Sonneberg zeigt, wie rabiat der Autofahrer vorging. Was folgte, war eine filmreife Verfolgungsjagd. Der weltberühmte Dresdner Kreuzchor feiert heute sein 800-jähriges Bestehen. Der Festakt in der Semperoper hat vor kurzem begonnen und Sie können ihn als Livestream bei mdr.de mitverfolgen. Und dieses Jubiläum hat es in sich, Konzerte, Veranstaltungen und PR-Termine. Das ist enorm anstrengend für die Kreuzchorjungs, aber auch für deren Familien. Und was es bedeutet, in diesem weltberühmten Chor zu singen, das zeigt ein Blick auf den Kruzianer Alltag. Scheibe Alsbach, das waren früher zwei Dörfer. Scheibe, eben flach wie eine Scheibe, in einer Talsenke gelegen. Und Alsbach, das sich am gleichnamigen Bach bis zum Rennsteig hinaufzieht. Seit 1923 sind sie eine Gemeinde mit einer ziemlich großen Kirche. Und sie haben einen besonderen Kirchner. Also eins ist ja sicher, wer nicht alt werden will, muss jung sterben. Und das wollen die wenigsten. Geistig und körperlich fit bis ins hohe Alter, das ist die Wunschvorstellung, die die meisten von uns haben. Und dazu noch eine sinnvolle Aufgabe, die einem das Gefühl gibt, gebraucht zu werden. Und selbstbestimmt leben. Das ist auch genau das, was die Damen des Radiosenders Angel Radio in Südengland lieben. Sie haben volles Programm im Alter.
Tja, bewundernswert, die Damen in England. Und das Gleiche gilt auch für unseren Studiogast heute. Herzlich willkommen und Beratung soziale Institutionen tätig. Und Sie sind Autorin, haben schon viele, viele Bücher geschrieben. Und jetzt steht das Neueste hier bei uns auf dem Tisch. Geschenkte Jahre, Glücksmomente und Herausforderungen ab 80. Das ist ein toller Titel. Und Sie machen uns damit Mut auf das Älterwerden. Viele Leute, die ächzen ja und stöhnen unter der Last des Alters. Was glauben Sie? Ich finde das eigentlich sehr schön, das noch zu erleben, dass so kleine Dinge, die man in jüngeren Jahren völlig übersieht, plötzlich auch Bedeutung und Nuancen bekommen, die man vorher nicht so bemerkt hat. Also mir geht es jedenfalls so. Viele sind ja einsam im Alter, besonders auf dem Land. Ist das ein großes Thema, die Einsamkeit. Ja. Sie sind vom Land in die Stadt gezogen. Wie hat dieser Umzug ihr Leben verändert? Ja, die sind auch da, aber ich sehe mehr, was da ist jetzt. Das ist schön. Man macht sich ja heute viele Gedanken, wie man die Betreuung von alten Menschen gut hinbekommen kann. Ich denke, es muss eine Vielfalt von Möglichkeiten geben. Nicht alte Menschen haben ganz, die haben nicht alle gleich gelebt. Die haben nicht alle die gleichen, man wird als alter Mensch nicht einfach plötzlich zu einer Einheitsgruppe, sondern bleibt halt auch sehr hilfreich. Sie schreiben über Herausforderungen und Glücksmomente ab 80. Was sind für Sie besondere Glücksmomente? Und ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch. Was Sie noch aussehen können und welche Saatgutneuheiten es gibt, das sehen Sie am Sonntag, 8.30 Uhr im MDR-Garten, hier im MDR-Fernsehen. So, und im Sport, da sind die Biathleten in Oslo unterwegs. Thorsten. Ja, am Holmenkollen, da geht es um die WM-Medaillen. Und die ersten gab es bereits in der Mixed-Staffel. Und mittendrin die Deutschen. Muffin, das ist ein süßer Name für ein süßes kleines Känguru-Mädchen. Das Tierbaby ist der neue Liebling der Tierpfleger im Köthner Zoo. Besucher können es aber noch nicht sehen. Es hat sich zu früh ins Licht der Welt gewagt und muss erst mal richtig aufgepäppelt werden. Noch ist es nämlich ein winziges Beuteltier. Die gebürtige Thüringerin wollte nach der Schule eigentlich Kommissarin oder Anwältin werden. Geblieben ist davon nur ihre Liebe zum Tatort. Moderatorin Susanne Link ist heute Abend zu Gast beim Riverboat. Sie moderiert seit 2011 das ARD-Morgenmagazin und muss dafür immer sehr zeitig aufstehen. Susanne Link, Arbeitsbeginn für sie ist 2 Uhr nachts. Um 5.30 Uhr geht dann das ARD-Morgenmagazin auf Sendung. Ah, schönen guten Morgen. Morgen. Es war leider schon immer so, dass ich aufwache und dann auch leider sehr, sehr wach bin und dann auch losreden muss. 3,5 Stunden Live-Sendung mit Nachrichten aus Politik, Sport und Unterhaltung. Die perfekte Bühne für die gebürtige Thüringerin. Nervenstark und schlagfertig präsentiert sie vielfältige Themen. Das hier ist so dermaßen hinter den Kulissen, dass selbst wir das manchmal gar nicht finden. Hier ist ein Platz, wo man schnell noch ein paar E-Mails schreiben kann oder noch mal ins Internet guckt. Das ist der berühmte Rohkostteller. Wenn ich davon esse, gibt es immer großen Ärger, weil alle meinen Schmatzen hören können. Das sind die Karten, mit denen läuft man dann. Mit 5 Jahren ist die Journalistin im MoMA-Team. Schon während ihres Germanistikstudiums moderierte sie. Später arbeitete sie als Nachrichtenmoderatorin im Radio. Bevor die 39-Jährige im Morgenmagazinstudio aufs Sofa wechselte, war Susanne als Reporterin unterwegs. Vor der Europawahl 2014 ging sie auf Tour in Nachbarländern, Stimmungsbilder. Also Jörg Pilawa, du bleibst noch ein bisschen in der Hoffnung, dass wir gleich noch es hier zum Äußersten treiben können. Das sah in etwa so aus. Ja, wir wünschen Ihnen ein zauberhaftes Wochenende und nächste Woche sind die Kollegen vom ZDF. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, wir sagen auch gleich Tschüss, aber vorher noch der Blick auf das Wochenendwetter. Der Nachmittag. Ja, das war's von MDR um 11 für heute und für diese Woche. Die Sendung wurde von unserer Gebärdensprachdolmetscherin Jessica Kalev übersetzt. Und sie hat jetzt auch noch die Gebärde des Tages für Sie. Es geht um großartige Stimmen aus Dresden. Ja, die Auflösung, die gibt's wie immer auf der Videotexttafel 312 oder bei MDR Facebook. Wir wünschen Ihnen ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns dann morgen wieder am Montag hier pünktlich. 11 Uhr bringen wir Sie auf den aktuellen Stand. Tschüss.